Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem kleinen Video, zu einem kleinen Tipp. Und ja, möchte eine Geschichte aus meiner Anfangszeit im Vertrieb kurz erzählen. Und zwar soll es heute einfach darum gehen, warum wir gut beraten sind, dass wir nicht unbedingt immer auf die Meinung anderer hören sollten und schon gar nicht uns ungeprüft die Meinung anderer zu eigen machen sollten. Und wie bereits erwähnt, ja, möchte ich dich noch mal kurz mit auf eine Reise nehmen am Anfang meiner als ich in den Vertrieb eingestiegen bin. Und ja, ich war damals ja 21, 22, so um den Dreh rum. Und ja, und für jemand, der eine handwerkliche Ausbildung gemacht hat, war Vertrieb und Verkauf war für mich Neuland. Und aber für ich sag mal, für den Background, den ich hatte, lief es am Anfang relativ gut. Aber es kam dann auch eine kleine Phase, in der es nicht so gut lief. Und ja, und da möchte ich dir ganz gerne kurz darüber berichten, was dort vorgefallen ist und was das mit der Meinung anderer eben halt zu tun hat. Und zwar war eine Situation, ich kam zu einem Kunden beziehungsweise zu einem Interessenten und ja, der Interessent, ja, der, also ich habe ihn als erfolgreicher als mich empfunden zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. Wie gesagt, ich war noch jung, relativ neu dabei und ja, und da ist man halt auch manchmal persönlich in seiner Persönlichkeit noch nicht so weit, dass man das vielleicht auch richtig einordnen kann. Wie auch immer, heute wäre das anders. Aber zum damaligen Zeitpunkt war es halt so, ich habe ihn halt als, ja, nicht höherwertig, aber so in der Hierarchie schon eigentlich so ein Stück weit über mir gesehen. Und ja, und die Person hat dann eigentlich mir etwas verkauft, anstatt ich ihr. Und zwar ging es damals halt um eine Geldanlage und Altersvorsorge. Und ja, und die Person hat mir eigentlich ganz gut verkauft, warum sie heute bei mir nicht unterschreibt. Und ja, Hintergrund war einfach der, dass es ja eine langfristige Sache ist und deswegen so eine Entscheidung auch gut überlegt sein will. Weil es ja nicht nur um 14 Tage Investment geht, sondern weil es halt eben um, ja, ein Investment und eine Altersvorsorge geht, die halt 10, 20, 30 Jahre noch in die Zukunft ragt. Und ja, er hat mir das richtig gut verkauft zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, und ich habe das Ganze halt einfach nicht hinterfragt und habe diese Meinung ja unbemerkt für mich so ein bisschen übernommen. Was ist also dann passiert? Die Person ist nie Kunde geworden. Und aber für mich hatte das trotzdem ein Stück weit Konsequenzen, weil durch das, dass ich das Ganze einfach so unbemerkt übernommen habe, ja, haben meine Verkaufszahlen etwas nachgelassen. Ja? Und ja, und das hat natürlich auch ein Kollege, der damals eben halt auch mein Coach und ja, so in Anführungszeichen halt auch Mentor war, der hat das eben halt auch bemerkt. Und ja, wir haben uns dann drüber unterhalten und ja, haben das Ganze dann auch so ein Stück weit analysiert und ja, und ich kann es eben halt anhand von diesem Gespräch dann auch festmachen, ja, weil ich habe durch das, dass ich das so ungeprüft für mich übernommen habe, ja, war es natürlich für mich dann auch später klar, dass wenn ein Kunde noch überlegen musste, dass es ja eine langfristige Entscheidung ist, ja, und das wird wohl überlegt sein. Nur das Problem an der Geschichte war, dass ich einfach die völlig falsche Sichtweise hatte, weil erstens mal haben vorher ja Leute bei mir auch zeitnah eine Entscheidung getroffen. Das heißt, wir haben am selben Abend oder spätestens am Tag danach entschieden, ja, ich mach's nicht. Und ja, und warum sollte das jetzt auf einmal anders sein? Ja, und dann kommt ja noch ein ganz anderer Faktor dazu. Jeden Tag, den der Kunde länger wartet, ja, wird es ja für den Kunden teurer, ja, beziehungsweise wenn er erst ein Jahr später mit seiner Altersvorsorge beginnt, muss er ja schon deutlich mehr sparen und das Gleiche bei den gleichen Zinssätzen, wenn man das miteinander vergleicht, eben ja, ein Ergebnis zu haben. Und also kostet es ja den Kunden und von daher ist diese Überlegung ja völlig ja, unlogisch, das Ganze so zu sehen. Genau. Und wie gesagt, wir konnten das dann halt ein bisschen zurechtrücken. Er hat mir da auch ein bisschen den Kopf gewaschen und ja, und ab diesem Zeitpunkt lief es dann eben halt auch wieder ja besser. Und ja, und ich bin nie mehr der Meinung, ja, einer anderen Person dann so zum Opfer gefallen, weil ich für mich dann immer für mich hinterfrage, ist es wirklich so, ja, oder
ist es eine Sichtweise, die mich zu meinen Zielen näher bringt, oder ist es eine Sichtweise, die mich eher von meinen Zielen wegbringt? Und das war damals ganz eindeutig, ja, eine Sichtweise, und das hat man auch in den Ergebnissen dann gesehen, die mich nicht meinen Zielen näher bringt, und deswegen musste ich die eben halt schnellstmöglich für mich verändern. Und wenn heute in deinem Leben vielleicht, ja, du nicht die Ergebnisse hast, die du dir wünschst, dann ist es vielleicht einfach auch mal ratsam zu prüfen, ob du vielleicht Meinungen in dir drin hast, Sichtweisen in dir drin hast, die ja vielleicht nicht dazu führen, dass du dein Ziel erreichen kannst, weil du ja vielleicht entweder mit den falschen Leuten abhängst oder ja, weil du eben halt einfach ja die falschen oder halt eben Meinungen anderer halt eben als wahr akzeptiert hast, die ja in der Wirklichkeit eigentlich gar nicht so sind. Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so war, schreib mir einen Kommentar, Daumen hoch, teile das Ganze mit deinem Netzwerk, freue mich darüber. Und ganz wichtig, Kanal abonnieren. Und ja, freue mich, von dir zu hören. Wünsche dir maximalen Erfolg. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.